Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahns Spirit mit Daniela Hahn zum Wochenorakel vom 25. bis 31.3. Ja, es ist spannend, denn wir haben die letzte Märzwoche vor uns und es ist eine interessante Woche, denn wir haben diese Woche Ostern am Wochenende und am 31.3., also am letzten Märztag, auch noch die Zeitumstellung. Ostern geht praktisch dann in den 1. April, also in den Anfang April hinein. Und da sind wir natürlich gespannt, was diese Woche uns zu bieten hat. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Infobox. Ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Schau einfach mal auf www.hahnspirit.com vorbei. Dort findest du meine Angebote. Dann gibt es hier noch eine persönliche Botschaft am Ende des Videos. Das heißt, du kannst jetzt gleich einen Stein auswählen oder während ich hier die Wochenauslage auflöse, dann kannst du hier auswählen. Auch die Auflösung der einzelnen Steine findest du die Timeline in der Infobox. Aber jetzt beginnen wir. Wie ihr seht, habe ich hier schon gemischt und ausgelegt und wir starten gleich rein mit der Wochenkarte. Und die Wochenkarte bringt uns hier die 4 der Stäbe. Und das ist hochinteressant, denn ihr seht schon, hier ist ein Zelt drauf. Und die 4 der Stäbe stehen für ein Fundament, was gebaut wird. Ich sage immer, das ist die Hauskarte. Hier ist es mit einem Zelt dargestellt. Und das Zelt ist natürlich im Boden fest verankert. Es geht da um deine Verankerung. Also wie bist du verankert im Leben? Wo hast du dein Zelt, also deine 4 Pfosten, errichtet und aufgestellt? Auf welcher Basis stehen sie? Interessant ist hier, dass hier ein Fuchsbau abgebildet wurde. Also es geht um deine Verwurzelung. Es ist auch immer eine Entsprechung mit dem Wurzelchakra im Leben. Also wie bin ich verwurzelt im Leben? Wo mag ich Wurzeln schlagen? Manchmal kann es auch um Umzugsthemen gehen bei dieser Karte oder einfach, wo richte ich mein Haus auf? Die Stabenergie ist ja die Energie des Feuers und sie ist dem Widder-Löwe-Schütze-Prinzip zugeordnet und jetzt beginnt ja auch seit dem 21. März ist ja vom Fisch in die Widder-Energie ist der März übergegangen. Also wir sind jetzt schon mitten in der Widder-Energie drin, in der ersten Dekade. Und diese Inspirationskraft, diese Befeuerungskraft des Widders, die kommt jetzt hier raus. Und der Dachsbau darunter, den sehe ich jetzt nicht als was Negatives, sondern er zeigt dir nur, also der bohrt sich ja seine Gänge da unterirdisch in verschiedene Richtungen. Also in welche Richtung richtest du dich aus? Also es geht um Inspiration, Kreativität in dieser Woche und auch, wie fest ist dein Fundament und auf welchem Fundament möchtest du dein zukünftiges Haus bauen? Das ist hier die Grundenergie der Woche. Gehen wir jetzt gleich in den Montag hinein. Und der Montag startet positiv mit Bube der Münzen, sagt er uns. Also das ist die Geldkarte. Es kann eine Zahlung kommen, eine Geldüberweisung kann ankommen, ein Hinweis für eine Zahlung kann kommen, Aufträge können ins Haus kommen. Also irgendwie auch Geld und materielle Botschaften. Also es muss nicht nur um Geld gehen, vielleicht gehst du auch Shopping, machst Ostereinkäufe, packst irgendwelche Geldgeschenke, so wollte ich sagen. Also all solche Dinge können hier vorkommen. Es ist ein positiver Tag, ist zwar ein bisschen materiell eingestellter Tag, aber es sind positive Nachrichten. Die zweite Karte unterstützt das nämlich auch, die zeigt Bewegung, Move. Es ist ein positiver Move da. Es ist eine positive Grundstimmung da. Wir gehen vielleicht positive Kontakte ein mit anderen Menschen. Also es ist ein positiver, sehr, sehr positiver Tag. Dann gucken wir in den Dienstag hinein. Der Dienstag bringt den Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe ist ja die Inspirationskraft, Stabenergie, wieder Wochenentsprechung mit 4 der Stäbe. Und der Ritter bringt Inspirationsnachrichten, Ideen, Einfälle, eine Zusage, eine Einladung für irgendetwas, zu einem Fest, zu einem Geburtstag, zu Ostern. Man verschickt Einladungskarten oder irgend sowas kann hier passieren. Man ist Kreativität, vielleicht bastelt man auch Ostergeschenke oder malt etwas.
Also man hat viele Ideen und die Ideen schlagen sich nieder und die Ideen werden vielleicht auch mit anderen besprochen und kommuniziert. Wenn du sagst, ich bespreche nichts, wir haben hier die Feeling Alone Karte, das ist jetzt nicht negativ zu sehen. Das Licht ist die Feuerkraft, die hier drin ist, das steht für die Inspiration und ich trage meine positive Inspiration, meine positiven Gedanken nehme ich mit nach Hause. Und hier haben wir ja das Haus drin, habe ich ja zu Beginn gesagt. Also ich nehme meine positiven Gedanken mit nach Hause und lasse sie dort wirken. Also man trägt vielleicht auch eine Idee, ein Gedanke, den man bekommen hat von anderen unter Umständen, kann auch durch einen Film, durch ein Videospiel, das man gemacht hat, durch ein YouTube, wo man geschaut hat. Man trägt diese positive Inspiration mit nach Hause. Also der Montag und der Dienstag zeigen sich hier schon mal sehr, sehr positiv, sehr, sehr schön in dieser Woche. Gucken wir auf den Mittwoch. Der Mittwoch ist ein bisschen schwieriger, muss man so sagen, denn wir haben hier die 8 der Schwerter drin. Da steht ja immer so für das Gebundensein, das bisschen depressive, schwierige, nicht so lichtvolle. Und diese 8 der Schwertenergie, wo man sich gebunden, gefesselt, unbeweglich fühlt, kommt hier ein bisschen raus. Also im Kollektiv, wir legen ja hier fürs Kollektiv, schwingt so ein bisschen ein Stress mit. Vielleicht ist man auch gestresst jetzt. Dass Ostern kommt, hat manches noch nicht geregelt, weiß noch nicht, was man machen soll. Vielleicht kommt irgendeine Nachricht, die einem nicht so gefällt. Und hier soll man sich positiv ausrichten, denn das Solarplexus-Chakra ist ja in Bauchnabelhöhe. Und das ist das Chakra mit dem gelb-goldenen Licht, wo hier sagt, ja, ich ziehe das Positive an, ich ziehe nicht das Negative an. Also es kommt auf deine geistige. Hier haben wir den Geist drin, hier ist Luftenergie drin in den Schwertern. Es kommt auf deine geistige innere Ausrichtung darauf an, wie du den Tag für dich verwendest. Auch wenn manche Sachen nicht so positiv sind, kann man da trotzdem was Positives drin finden. Und je mehr man sich positiv ausrichtet, desto positiver wird es am Ende auch empfunden werden, weil dieser Tag ganz viel mit den inneren Emotionen und Empfindungen zu tun hat. Gucken wir in den Donnerstag hinein. Der Donnerstag zeigt sich sehr lichtvoll. Wir haben eine große Arkana bekommen mit dem Magier und der Magier sagt, du bist Schöpfer deiner Welt und schöpfe positiv. Da haben wir schon am Mittwoch einen Schlag ins Genick bekommen, sage ich mal, einen kleinen Arschtritt, dass man nicht so pessimistisch denken soll, auch wenn manche Sachen sich schwierig gestalten, kann ja auch mal auf der Weltbühne sich was schwierig gestalten und dann fällt das Kollektiv durch Dinge, die passiert sind, in eine negative Schwingung, Stimmung. Und hier soll man praktisch wissen, dass man Schöpfer seiner Welt ist und es geht um eine positive Schwingung. Wir sehen es auch hier mit der Karte der Liebe. Es kann um die Liebe gehen, mit deinen Liebsten, mit deinem Freund, Freundin irgendwas unternehmen. Die Liebe wird hochgehalten. Also es kann auch um Flirt gehen, jemanden kennenlernen. Es gedeiht hier etwas Positives, eine liebevolle Stimmung. Es kommt mir hier durch den Mittwoch auch noch das Thema Vergebung rein. Vielleicht müssen wir jemanden auch vergeben in einer schwierigen Situation, damit unser Licht leuchten kann und wir aus einer negativen Stimmung herauskommen und die Dinge nicht so negativ sehen. Also Donnerstag auch ein positiver Tag, wo es um Liebe und Vergebung und um unsere Schöpferkraft, was ja Wochenthema ist, wo, wie ist mein Fundament, darauf aufzubauen, darum geht es am Donnerstag. Schauen wir in den Freitag hinein. Der Freitag bringt uns die 3 der Münzen. Und die 3 der Münzen ist eine Energie der Kommunikation. Also da geht es immer um 3. 3 bedeutet mehrere Menschen. 3 bedeutet Teamarbeit, Teamwork, Gemeinschaft, irgendwas machen, irgendwas schaffen, irgendetwas tun, handwerklich vielleicht auch irgendetwas tun. Vielleicht müssen noch für die Osterparty irgendwelche Sachen gebastelt, in Ordnung gebracht werden, Keller entrümpelt, irgendwas gemacht werden. Dass das funktioniert und das funktioniert besser in der Gemeinschaft. Wenn man jetzt alleine ist und hat nicht so die Gemeinschaft, kann es auch sein, dass man irgendwie anderweitig kommuniziert und irgendetwas bespricht. Also es geht hier an diesem Tag auch um Lösungen, um konstruktive Lösungen. Es ist ein aktiver, arbeitsreicher Tag.
Es kommt auch die Inspiration der Ideen mit hinein, weil es ja das Künstlerische hier abgebildet. Und mit dieser Karte geht es darum, dass man ja selbst weiß, wir haben ja diese Woche das Thema des Fundamentes, wo steht mein Fundament, wie stehe ich da drauf? Also, dass du einfach dir selbst treu bleibst an diesem Tag. Also manchmal ist ja so, in der Gemeinschaft will jeder etwas anderes und dann muss man sich nicht verbiegen. Man kann Kompromisse eingehen, darum geht es auch, aber verbieg dich nicht für andere. Also bleibe dir selbst treu. Es kann an diesem Tag sein, dass uns ein bisschen ein Kotzbrocken begegnet, mag ich das mal so benennen, weil es natürlich diese Energie, ich bleibe bei mir selbst, auch dazu führen kann, dass Menschen, die sowieso schon energetisch sehr stark sind, bisschen dann arrogant oder überheblich wirken. Also wenn du so Menschen kennst, die sowieso schon so ein bisschen eine arrogante, überhebliche Aura haben, lass dich da nicht auf was ein und lass dich nicht ärgern, sag ich mal, weil ja, diese Energie wird halt hier auch verstärkt, ne? Wenn Menschen, die ohnehin vielleicht schon Schwierigkeiten damit haben, sich selbst treu zu bleiben, immer wieder von anderen beeinflusst, manipuliert werden, dann wenn diese Energie von denen verstärkt wird, dass sie ins Positive reingehen, dann werden natürlich die anderen, die eh schon positiv sind, noch mehr bestärkt. Und das kann natürlich dazu führen, dass man das Gefühl hat, also das ist jetzt echt übertrieben. Also lass dich da in nichts verwickeln, bleib dir selbst treu. Dann haben wir am Samstag die Energie der Liebenden, wieder eine große Arkana, was natürlich sehr, sehr schön ist. Es ist aber auch ein Tag nicht nur der Liebe, sondern auch ein Tag der Entscheidung. Also kann ja viele Entscheidungen anstehen in dieser Woche. Feiern wir bei dir oder bei mir? Was machen wir über die Osterfeiertage? Und vielleicht muss man sich hier wirklich entscheiden. Vielleicht hat man eine Entscheidung auch noch hinausgezögert, ne? Am Samstag, da muss man jetzt kein Hellseher sein. Es ist wahrscheinlich auch viel los in den Geschäften, dass die Leute nochmal Ostereinkäufe oder irgendwas, welche Sachen besorgen. Also es ist ein Tag der Entscheidung, wo man sich entscheiden sollte. Es ist aber ein Tag auch unter einem Schutzengel-Aspekt und ein Tag der Liebe und des Miteinanders. Hier haben wir drin das dritte Auge. Also es kann bedeuten, dass dir in einer Sache, wo du noch nicht entscheiden, also wo du dich noch nicht entscheiden konntest, weil du vielleicht manches noch nicht wusstest oder noch nicht gefühlt hast, jetzt dir dein Auge geöffnet wird, dass du dich entscheiden kannst oder dass die Inspiration kommen kann, dass du dich entscheiden kannst, ne? Also wo hier so die Stimmung ist, ich erschaffe, ich habe die Idee, ich lasse mich nicht ins Dunkel ziehen, ich bleibe in meiner Schöpferkraft, ich bleibe bei mir, was ich für richtig empfinde, lass mich nicht zu sehr einflussen und das führt dazu, dass man sich ja beherzt zu etwas entscheiden kann oder dass man für sich innerlich eine Lösung, eine Erkenntnis findet. Und es ist ein sehr spiritueller Tag mit dem dritten Auge da drin. Vielleicht kommt dir wirklich schon fast wie eine kleine Erleuchtung in einer Sache, eine Idee. Dann haben wir den Sonntag drin. Der ist von der Energie wie der Mittwoch, also wo die anderen Tage so schön schwingen, ist der von der Energie auch ein bisschen schwieriger. Wir haben Schwertkarten drin und ich habe es schon oft erzählt, das steht immer für den Sieger und den Verlierer, aber auf diesem Schlachtfeld gibt es keine Gewinner. Auch wenn der Sieger meint, er ist ein Sieger, ist er keiner und der Verlierer muss nicht denken, dass er ein Loser ist. Also es geht um Konfliktvermeidung an diesem Tag und ja, über die Feiertage sind ja oft wie an Weihnachten, wenn Familie oder Menschen zusammenkommt, wo sich nicht immer alle grün sind, kann es schon zu Konflikten kommen. Also man soll sich in nichts verwickeln lassen. Bleib bei deinem eigenen Scheiß, sage ich jetzt mal, und lass dich nicht in den Scheiß von anderen verwickeln und halt dich da dann lieber raus und sorge für gute Stimmung, also für gute Luft, ne, sozusagen. Du musst dich nicht in etwas verwickeln lassen. Lass dich in keinen Streit oder Schwierigkeiten verwickeln. Auch wenn die Energie des Tages hier etwas schwer wirkt, haben wir an beiden Tagen sehr positiven Karten bekommen. Hier haben wir ja die positive Erschafferkraft, dass man nicht im Dunkel in der depressiven, pessimistischen Stimmung bleibt, sondern im Positiven geht. Ist hier auch, dass die Heilung beginnt. Na, darum dieses grüne Licht der Heilung.
Also hier kann trotzdem eine Erkenntnis kommen, ich bin auf einem guten Weg und ich gehe diesen Weg weiter fort. Also eine innere Heilung, eine innere Erlösung beginnt. Bei manchen beginnt es, bei manchen ist es schon so eine richtige tiefe Erkenntnis. Hier habe ich meine Wurzeln, hier gehe ich hin, hier habe ich meine Stabilität und ich muss mich nicht irgendwie davon abbringen lassen. Wir hatten ja hier schon das Thema, lass dich nicht davon abbringen, lass dich nicht beeinflussen. Also es sind so beeinflussbare Tendenzen übers Wochenende zu spüren. Und hier ist es ganz wichtig, dass man bei sich selbst bleibt. Vielleicht kommt auch eine Idee zu einer Sache rein, eine Lösung zu einer Sache rein. Und der Sonntag hat einen sehr guten Ansatz mit dieser Heilungsenergie. Und Heilung ist nicht immer auf körperlicher Ebene gemeint, sondern auch in irgendwelchen Lebensthemen, wo wir Heilung bedürfen. Vielleicht ist es bei dir tatsächlich etwas Körperliches, wo du sagst, da habe ich eine Schwäche drin, da wäre ich froh, wenn eine Erleichterung kommt und ich nicht so malträtiert werde. Also, dass du dich vielleicht dann sogar besser fühlst, obwohl du sagst, ja, momentan ist es schwierig mit besser fühlen, aber es wird irgendwie ein Gefühl der Erleichterung kommen. Das ist jetzt so die Wochenschwingung. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Osterwoche, ein schönes Osterfest für dich und deine Familie. Und jetzt gehen wir in die Auflösung der Steine. Wie gesagt, die Timeline findest du in der Infobox, wenn du nicht alles anschauen möchtest. Und wenn du dich für Gelb entschieden hast, kommt hier Erzengel Azrael. Und das ist hochinteressant, ich habe das vorher nicht geguckt, was ich hier gezogen habe zueinander. Azrael wird oft so als dunkler Engel dargestellt, weil er ja als Engel des Todes gilt, mit einem gelben Kern, also einem gelben Licht, das in ihm leuchtet und das für diese Hoffnung steht. Und darum passt diese Energie von der Tagesentsprechung super, super gut zum Mittwoch. Depressives Dunkel kommt ins Licht. Und hier geht es ja vom Tod zur Wiedergeburt, also vom Licht, vom Dunkel zum Licht. Also wenn irgendetwas schwierig ist, hoffnungslos, Komplikationen da sind in irgendeiner Sache, dann kannst du hier mit dieser Azrael-Energie arbeiten, dass du sagst, ja, ich wende mich dem Positiven zu. Es geht um eine Lebensveränderung, es geht um eine Transformation im Leben, dass hier etwas lichter, heller, positiver wird. Und wie gesagt, die Entsprechung des Tages spüre ich hier ganz stark bei dir am Mittwoch drin. Dann habe ich hier aber auch das Gefühl, dass bei dir ganz stark noch der Sonntag mit reinwirkt, ne? Wo es hier auch um innere Heilung geht, was ja auch sowas wie ein Licht hier drin ist. Also Mittwoch und Sonntag spüre ich hier stark für dich. Ich wünsche dir frohe Ostern. Dann gehen wir ins Rosa rein. Wenn du dich für Rosa entschieden hast, hier kommt Erzengelin Ariel. Und Ariel steht für die Natur, für die Regeneration, für die Fülle. Sie ist so eine Schutzengelin der Erde auch. Und du kannst irgendwie Kraft in der Natur tanken. Und sie beschenkt dich ja mit Fülle. Also ist der Montag ein starker Tag für dich mit der Fülle. Der Dienstag ist noch ein starker Tag für dich mit diesem Licht, das du nach Hause trägst. Hier ist ganz viel Natur drauf. Vielleicht machst du auch eine Reise über Ostern oder bist viel an der frischen Luft und draußen und lädst deine Akkus auf. Du hast auch die Schwingung des Donnerstags drin, wo es hier auch um Vergebungsthemen geht, wo es um deine Schöpfungskraft geht. Auch hier wieder der Donnerstag ganz stark mit der Natur verbunden. Also du hast hier Montag, Dienstag und Donnerstag diese ganz positiv starken Tage, die werden hier mit Ariel bei dir nochmal verstärkt und mit der Kraft der Natur verbunden. Ich wünsche auch dir frohe Ostern. Gehen wir zu Rot. Wenn du dich für Rot entschieden hast, kommt hier Erzengel Raphael. Und Erzengel Raphael stehst ja der, mit seinem smaragdgrünen Strahl, der Engel der Heilung. Und da sind wir natürlich gleich beim Sonntag, wo es um die Heilung beginnt geht, wo es um ein schwieriges Thema, wo es um Probleme geht, vielleicht noch Probleme im Privatleben, im Beruf, irgendwas, was dir im Magen liegt, wo jetzt eine Heilung beginnen darf. Und er unterstützt dich auf diesem Heilungsweg in dieser Sache. Vielleicht hast du auch eine wirklich körperliche Sache, wo du sagst, ja, ich rufe Raphael eh schon oft, dass er mir hilft. Verbinde dich auch mit Grün und der Natur, aber richtig sattem, fetten Dunkelgrün, also richtig
fettes Dunkelgrün. Wir haben eine Entsprechung am Sonntag drin mit der Heilung. Wir haben aber auch eine Entsprechung mit Vergebungsthemen im Leben bei dir mit dem Donnerstag, wo es hier um Liebe, Vergebung und deiner Schöpferkraft geht, dass du nicht hoffnungslos bleibst. Also wo hier Raphael eine Regeneration bei dir hervorruft in deinem Inneren, die kann langsam vor sich starten, also vonstatten gehen, die kann auch jetzt erst beginnen oder du bist schon mittendrin in dem Prozess, ist anders hier bei Azrael, der hier einen richtigen starken Wechsel ganz schnell bringt. Ne? Also hier haben wir eine langsam laufende Heilungsenergie und hier eine lebensverändernde, die recht schnell passieren kann. Ja, ihr Lieben, ich wünsche wunderbare Ostern, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, eine wunderbare Woche und wir hören uns dann wieder am Sonntag, wenn es dann in den April hineingeht. Bis ganz bald, alles Liebe, eure Dani. Tschüss.